Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute erzählen, wohin meine nächste Reise geht und was ich an Equipment dafür einpacke. So viel ist schon mal zu verraten. Wir werden nicht als Main-Shooter unterwegs sein, oder ich werde nicht als Main-Shooter unterwegs sein, sondern als Second-Shooter, als Unterstützung und als Wingfoiler, als Sportler, also als Model. Aber dennoch soll ich ja fotografieren. Deswegen geht das heutige Video wieder mal weg vom Wingfoilen hin zur Fotografie und ich zeige euch, welches Equipment ich für welche Reise mitnehme. Legen wir gleich los. Auf geht's. Bevor wir ins Video starten, möchte ich euch noch ganz kurz mit Werbung in eigener Sache nerven. Und zwar habe ich ein E-Book geschrieben, da gibt es auch ein ausführliches Video zu. Ich verlinke das hier. Schaut da gerne mal rein, schaut auch gerne auf meiner Homepage vorbei, tragt euch in den Newsletter ein und holt euch das kostenlose E-Book. Wenn ihr nicht in den Newsletter wollt, könnt ihr trotzdem auch über den Shop das E-Book kostenlos herunterladen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und auf geht's ins Video. Wir fliegen in 2 Tagen nach Kapstadt mit der ganzen Familie. Und zwar shooten wir dort ein relativ großes Projekt, was über mehrere Jahre lizenziert wird. Und dementsprechend ist das schon einer der Aufträge, die etwas größer sind. Ich versuche euch natürlich da mitnehmen zu können, soweit es eben irgendwie geht. Vlogging technisch, also schaut gerne hier immer mal wieder auf dem Kanal vorbei. Wenn dieses Video online geht, dann bin ich schon in Südafrika, dann bin ich schon in Kapstadt. Und bin dann schon dabei, Videos aufzunehmen und Fotos zu machen. Grob angeschnitten, damit ihr so wisst, worum es in dem Fotoshooting geht. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Daniel, ich bin spezialisiert auf Wassersport. Und genau darum soll es auch gehen. Wir werden wahrscheinlich Windsurfer, Kiter, Wingfoiler und, wenn ich mich nicht ganz täusche, Pumper und Wellenreiter fotografieren. Das Wingfoilen und das Pumpen, das werde ich wahrscheinlich eher weniger fotografieren, weil ich das sehr höchstwahrscheinlich selbst ausüben würde als Wingfoiler. Wir sind mit der Familie da, das heißt meine Freundin und auch mein kleiner Sohn, die sind auch mit am Start. Wir werden auch da als Familie ein bisschen im Modelbereich agieren. Und ich freue mich da schon mega drauf. Das ist richtig, richtig cool. Einer der größten Aufträge, die ich bisher hatte. Und ich bin gespannt, wie es wird. So, und ich möchte euch jetzt zeigen, was ich in meine Tasche packe und wie ich tatsächlich auch meine Tasche für das Fotografieren packe. Und zwar habe ich habe einen F-Stop Gear Fotorucksack. Dort sind die sogenannten ICUs. Das ist ein sogenanntes ICU. So geht das auf. Und da habe ich 2 Stück von. Ein kleineres und ein größeres. Das kleinere ist in meinem Rucksack, den ich am Flughafen aufgebe. Heißt also, das Zeugs, was da drin ist, das benötige ich nicht zwingend, sofort oder immer. Heißt also, wenn das verloren gehen sollte, kann ich trotzdem sofort nach Landung anfangen zu shooten und bin eigentlich am Start. Heißt also, unwichtigere Sachen gehen in den Rucksack. Alles andere kommt sofort bei mir mit ins Handgepäck. Das hat einfach den Grund, dass ich das Equipment bei mir habe, sicherstellen kann, dass ich es auch von A nach B bekomme und es nicht in andere Hände gebe und nachher meinen Auftrag in Südafrika nicht machen kann, weil mein Gepäck irgendwie irgendwo verschwunden ist. Und genau deswegen habe ich meinen F-Stop Ajna heißt der, glaube ich. Ich habe den jetzt, glaube ich, schon fast 10 Jahre, aber ich kann es immer noch nicht aussprechen. Ajanjna oder so. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist es ein mittelgroßer, der passt genau noch für das Handgepäck, für die Handgepäckgröße. Und ich bin safe mit all den Dingen, die ich zum Fotografieren brauche. Und da starten wir jetzt gleich mit. Aktuell filme ich mit meiner, ja, doch Lieblingskombo. Super leicht zu tragen. Das ist die Nikon Z6 II
mit dem 28 mm 2.8. Und natürlich ist die Nikon Z6 II meine Hauptkamera. Auch das 28 mm darf bei mir nicht fehlen. Das ist ein super cooles Objektiv. Ich mag die Brennweite irgendwie. Ist nicht schwer und super leicht und klein. Die zweite Kamera, die ich mitnehme, Nikon Z6 Eins, also ohne zwei, die ist schon ein bisschen älter, die hat auch schon den einen oder anderen Lackabplatzer. Die ist meine Second-Kamera, falls ich einfach mal mit der Z6 II, falls sie mal hinübergeht oder ich die ins Wasser schmeiße oder die einfach den Geist aufgibt, sonst irgendwie. Packe ich aber in meinen Reiserucksack. Dann eins meiner Favoritenlinsen, das TT Artisan 11 mm Fischei-Objektiv. Das ist ein manuelles Objektiv. Ihr habt manuelle Blendring, manuellen Fokus. Aber das ist bei einem Weitwinkel, das so extrem ist, eigentlich eh vollkommen egal. Ihr stellt das Ding einfach auf F4 und alles, was oh, ja, einen Meter weit weg ist, wird scharf gestellt. Super cool. Auch geil im Wassergehäuse. Allerdings ist es so weit, dass man Rand vom Dome im Wassergehäuse mit sieht. Dieses Objektiv darf auf gar keinen Fall fehlen. Das ist das Objektiv, was ich so mit am meisten benutze. Das 50 mm 1.8. Super normale Brennweite, super simpel, super schönes Bokeh, super scharf. Tolles, tolles Objektiv. Deswegen packen wir die in das Handgepäck. Achso, natürlich die Nikon Z6 II und das 28 landen auch im Handgepäck. Die dritte und letzte Linse, die ich ins Handgepäck packe, ist das 85 mm 1.8. Meine Kanone, meine Waffe, meine Maschine für die Wassersportler, wenn sie einfach viel zu weit weg sind. Beast! Ja, das ist immer noch das 200 bis 500 mm 5.6 F Nikon. Hier ist der Adapter, das ist der FTZ. So, diese Kombination, die geht in die Reisetasche. Also das nehme ich so nicht mit. Klar wäre das ärgerlich, wenn mein Tele nicht da ist, aber mit dem 85 mm komme ich auch zurecht. Und zur Not hüpfe ich halt ins Wasser oder lass mich vom Boot etwas näher ranfahren. Ich habe hier leider keinen Objektivdeckel mehr, den habe ich irgendwann mal irgendwo verlegt. Deswegen packe ich die immer, Nikon bringt ja immer diese Säckchen mit. Und da packe ich das rein. Hier unten ist das fest. Heißt also, mit der Linse vorne kann eigentlich nichts passieren. Und ich habe das doppelt sicher, gerade für die Reisetasche. Optimal. Und da kommt es jetzt rein. Die letzte Kamera in unserer Reihe. Meine GoPro Max. Das Ding feiere ich komplett. Zum Wing für mich einfach die Kamera überhaupt. Ich benutze die mit einem Selfie-Stick aus Carbon. Den habe ich mir mal selber geschnitzt. Das ist einfach nur ein Carbonrohr. Hier vorne ist so eine GoPro-Aufnahme eingearbeitet bzw. draufgesteckt in das Carbonrohr und anschließend mit Silikon verdichtet. Und dann habe ich das hier nochmal ein bisschen Deser drum, damit da auf jeden Fall nichts passiert. Hier unten drunter, das war von einem anderen GoPro-Stick. Glücklicherweise passte das genau da rein. Da ist eine Stativschraube drin. Heißt also, man kann das Ding auch so auf Stativ schrauben. Und dann steht das Safe. Auch hier abgedichtet und zugemacht. Heißt also, das Ding, ah, ist kein Wasser drin, manchmal ist Wasser drin, ist aber eigentlich dicht und schwimmt. Heißt also, wenn ich die GoPro mal während des Surfens ins Wasser semmel, dann geht natürlich die schwere Kamera runter und der Stiel nach oben. Heißt also, ich bin immer safe. Ich müsste hier vielleicht mal was Leuchtenderes dran machen, weil bei Welle im Weißwasser sieht man auch dieses Ende nicht mehr so gut und man hat dann wahrscheinlich Schwierigkeiten, seine GoPro zu finden. Ich nehme sie mit ins Flugzeug. Das ist meine Drohne. Diese Drohne fliegt selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Drohne fliegt leise, die hat Silent Propellatoren, die passen zu meiner Surfer-AI-Mütze.
Aber die ist einfach schon sau alt. Das ist die Mavic R1. Und ich bin super zufrieden damit. Für die paar Einsätze, die ich mit der Drohne mache, reicht das Ding komplett. Und es macht einfach Spaß, damit rumzufliegen. Also ich, wie gesagt, ich mache es sehr, sehr selten. Aber bei so einem Trip wie Kapstadt oder generell ein bisschen weiterer Flug oder coole Locations darf natürlich eine Drohne nicht fehlen. Deswegen DJI Mavic Air kommt natürlich in die Reisetasche. Die Akkus packe ich aber ins Handgepäck. Apropos Akkus, ich habe für meine Nikons 6 Akkus. Ich glaube, 3 sind original und 3 sind fake, kann man sagen. Drittanbieter. Sagen wir fake. Also 3 originale Akkus. Ich habe den A, B und den C. Partona, die funktioniert in der Z6 II manchmal nicht. Warum weiß ich nicht. Ich kann, manchmal geht die einfach nicht. Und dann habe ich noch Blue Max, die funktionieren eigentlich auch ganz gut, aber die Drittanbieter-Akkus halten leider nicht annähernd so lange wie die originalen Akkus. Nur, dass ihr es mal im Kopf habt. Die kommen natürlich auch mit ins Handgepäck. So, was haben wir dann noch in meiner Tasche? Eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich zeige euch das mal einmal. Das nehme ich immer mit. Warum, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das sind hier diese Objektiv- und Kameradeckel. Man kann ganz cool hier seine Speicherkarten reintun. Das ist immer ganz lustig. Eine kleine Tüte. Hier ist noch eine XQD-Karte drin. Ich habe zwei CF-Express-Karten von SanDisk und hier sind auch noch ein paar normale SD-Karten drin. Dann der XQD-Kartenleser und meine anderen CF-Express-Kartenleser sind noch dort verstaut. Also, die habe ich immer dabei, einfach nur, falls man mal irgendwie alles aufraffen sollte und die Kamera dann natürlich nicht einfach ohne Deckel in den Rucksack schmeißen. Also, das kommt auch mit. Ich packe das, weil das einfach nicht schwer ist und man ja nie weiß, wie schnell man eine Speicherkarte vollballert. Packe ich das mit ins Handgepäck. Das letzte wirklich wichtige und coole Ding ist das hier. Das ist ein Polarfilter. Dann habe ich noch so ein bisschen hier Gedöns, ne? Putztücher, ein selbstdesignter Kameragurt. Den habe ich auch schon ewig. Das Stativ, guck mal, das hätte ich fast vergessen. Das ist ein günstiges eigentlich. Darf man gar nicht so laut sagen, weil ich bin super zufrieden damit. Geiles Teil. Richtig, richtig stabil, wertig. Man kann ein Einbeinstativ daraus machen und das ist einfach grandios, das Teil. Von National Geographic gibt es bei Amazon, habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Generell, all mein Equipment ist in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt da gerne drauf, so könnt ihr mich auch und meinen Kanal ein bisschen unterstützen. Falls ihr Interesse an dem Equipment habt und eh welches kaufen wollt, macht das doch über meine Links. Als kleinen Tipp vielleicht noch. Jetzt ist es in Kapstadt relativ warm und wenn es da im Wassersport auch mal nass wird, dann kann es in der Kameratasche auch schnell mal nass werden. Und ich nutze seit Jahrzehnten schon diese Dinger. Kann man ganz schlecht erkennen. Das sind diese Trockenkügelchen. Silikatkügelchen bekommt ihr in der Apotheke oder wenn ihr halt irgendwie irgendwelche Elektrogeräte kauft oder sowas, sind da meistens immer solche Bags drin. Hier sind wirklich Kügelchen drin. Die sind okay. Aber achtet darauf, dass die euch nicht aufreißen in der Kameratasche, weil sonst fliegen in der ganzen Kameratasche diese Kügelchen rum. Und seit ein paar Jahren gibt es diese tollen Dinge. Super Dry nennt sich das sogar. 2 Gramm steht da drauf. Ich weiß nicht genau, was da drin ist, aber das funktioniert genauso wie die Kügelchen. Und das ist flacher als die Kügelchen. Und wenn das aufreißt, fliegen die Kügelchen nicht durch, weil keine drin sind. Und die sind auch super cool. Könnt ihr einfach in die Kameratasche schmeißen und dann könnt ihr euer Equipment da reinstellen und dann trocknet so etwas oder Dunstwasser halt einfach ein bisschen schneller. Und ihr müsst euch keine Gedanken darüber machen, ob eure Kamera Feuchtigkeit zieht oder nass ist, wenn ihr die in die Kameratasche packt. Ja, yeah, das war's.
Ich werde in meinen Reiserucksack noch Ladegeräte packen. Mein Wassergehäuse weiß ich nicht, ob ich es mitnehmen kann. Deswegen zeige ich es euch hier jetzt nicht. Da gibt es auch ein externes Video zum Wassergehäuse selbst. Vielleicht müsste ich da aber ein Update machen, weil mir ist nämlich beim Abzug der Kontakt gerostet. Und dementsprechend lässt sich das Ding nicht mehr benutzen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das bis übermorgen noch hinbekomme und mein Wassergehäuse mitnehmen kann. Aber im Moment sieht es eher schlecht aus. Aber natürlich wäre das eigentlich eine ziemlich geile Geschichte, das Ding mitzunehmen. Nun denn, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein kleiner Einblick in meine Kameratasche und wie ich die Reise praktisch mit dem Kameraequipment organisieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wenn ihr auch Interesse am Wingfoilen habt, ob ihr auch wissen wollt, was ich an Foil-Equipment mitgenommen habe und wie ich das verpackt habe. Schreibt mir bitte gerne rein. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Strich drunter. Ich bedanke mich vielmals, dass du zugeschaut hast und lass auf jeden Fall einen Like da. Teile das Video mit deinen Freunden, wenn es die interessieren könnte. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, abonniere den Kanal. Du kennst das System. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du am Start bist. Dieses Jahr machen wir auf jeden Fall die 1000 Abonnenten voll. Und vielleicht bist du einer der wenigen. Ich freue mich. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall gutes Licht und guten Wind. Let's fets!